Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in The Witcher 3. Wir machen jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben letzte Folge ja uns die zwei Vipernstahlschwerter geschmiedet, das Stahl und das Silberschwert. Nun machen wir weiter. Da haben wir das Öl, das verfluchte Öl auch gecraften konnten, Entschuldigung. Und nun machen wir weiter und sehen, wie es weitergeht. Und? Fertig? Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie. Wenn auch nicht dafür. Noch etwas weiter, mir nach. Tja, folgen wir dem guten Mann mal. Wo ich immer noch glaube, der will uns in den Hinterhalt führen, aber naja, wir lassen uns überraschen. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Tja, die Frage ist jetzt, ob mir vielleicht zuerst das Nikophagenöl draufpacken oder nicht? Das verfluchte Öl. Gucken, was hier so wächst. Nehmen wir es natürlich mit. Hier ist es. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Wir greifen jetzt ein. Zurück. Ja, jetzt haben wir mutiert. Bevor wir jetzt hier weitermachen, nehmen wir uns das Öl und benutzen das. Super, dass man ihn nicht im Kampf einsetzen kann. Das ist aber ein bisschen Mist. Naja, mir kommen schon klar, denke ich. Du hast ihn verärgert. Der ist stark. So. Na. Einfach großartig. Wilde Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Super. Kommt noch Erscheinung. Die Kamera finde ich ein bisschen manchmal. So. Wir nehmen jetzt mal Feuer dabei. Was jetzt, du Stück Dreck? Aber knapp gewonnen.
zur Hölle? Du hast mein Kind umgebracht. Du weißt, es musste sein. Du solltest den Fluch aufheben. Es retten, verdammt. Doch nicht umbringen. Das ging leider nicht anders. Vergib mir. Ich hatte keine Wahl. Es tut mir wirklich leid. Ja, natürlich. Und wie es dir leid tut. Beruhige dich und geh heim. Mit etwas Glück bringe ich bald Neuigkeiten von deiner Familie. Was? Was hast du mit dem Blut vor? Ich? Nichts. Ich hoffe nur, der Weideler weiß etwas damit anzufangen. Geh jetzt. Ich komme wieder, sobald ich etwas weiß. Tja, also, ich gebe euch den Tipp, bevor ihr irgendwo hinlauft. Oder ein Monster schlachtet. Setzt das Öl direkt ein. Vorne hinein. Und wir so ein bisschen finden. Vielleicht hat er einen Sattel, Alkofest. Das ist, denke ich, besser. So, wir werden jetzt zum Weidel reisen. Wird aber erstmal meditieren. Und unsere Vorräte und unsere Gesundheitszustand wieder verbessern. So. Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte, ja, das wissen wir. Und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. So, dann bin ich mal gespannt, was der Weideler uns zu sagen hat. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Hut. So. Ich habe jetzt die Option mit dem, dass ich das Kind töte gewählt, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt noch einen Kobold beschwören wollen. Vielleicht haben wir auch gleich wieder eine Audienz mit der Prinzessin. Sehr nette Leute hier im Umfeld. So. Da ist der Weideler und seine Prinzessin. Hi, alter Riechkopf. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Wir gucken aber nochmal, ich könnte ein paar Zutaten für was er so Schönes hat. Was hast du denn da? Weil die hat eigentlich ziemlich viel. Wenn man so guckt. Hat er eigentlich auch Wolfsbann? Ich glaube nicht, dass er Wolfsbann hat, oder? Doch, hat auch Wolfsbann. Wir hätten es auch kaufen können. Also ihr könnt es kaufen oder sammeln. Wenn ihr es hier braucht, kauft es hier. 8 Unzen gehen, finde ich. Okay, dann geben wir ihm mal das fehlgeborene Blut. Ich habe das Fehlgeborenenblut. Weißt du, was zu tun ist? Wie ich Anna und Tamara finden kann? Blut, Blut, Blut. Der Weideler kennt's. Das Ritual, um die Geister zu rufen. Der Weideler nimmt das Blut. Also, wie wird dieses Ritual ablaufen? Der Weideler wird einen Sud brauen. Und wenn Mitternacht naht, begeben wir uns zum geheiligten Ort im Wald. Brauchen wir schwarze Kerzen? Auf den Faden des Blutes wandeln wir bei Nacht, sehen uns auf nacktem Boden den alten Göttern gegenüber. Wie beim Ahnenfest. Aha. Und dann?
Der Weidler ruft den Geistling, den Geist des Kindes. Er wird uns leiten. Und dann wirst du etwas zu Gesicht kriegen, was nur wenigen vergönnt ist. Okay. Kann ich helfen? Fehlen noch Zutaten? Bilsenkraut ist da. Stechapfel auch da. Und Lungenkraut? Ah, hier ist das Lungenkraut. Melchitia, Prinzessin, sollte welche geben. Und ein Weideler hat stets Hühnerbeine da. Aber der Obstler, herrje, alles futsch. Ah, da ist noch etwas Fussel. Dann hätten wir alles da. Wunderbar, dann bin ich bereit. Gut, mal sehen, ob die alten Rituale auch in diesen schlechten Zeiten noch wirken. Willst du sofort ja, los? Wir gehen sofort los. Ja, wir sollten nicht länger warten. So sei es. Der weiße Wolf muss dem Weidler folgen. Der Weideler zeigt den Weg. Ist der Weg denn weit? Nein, es ist nicht weit. Durch das Dorf in den Wald. Dann sind wir da. Dann lass flitzen, Opa. Dum-da-dum. Gehört das ganze Land dem Baron? Jetzt schon, früher nicht. Wem hat es früher gehört? Dem Herrn Veserat nannte man ihn. Ein böser Mann war das, niederträchtig. Hat sich nicht um normale Menschen geschert. Habt ihr euch zusammengetan und ihn vertrieben? Als die Schwarzen kamen, ist der Herr in den Turm auf der Reußeninsel geflohen. Die Schwarzen haben die Felder abgebrannt und wir litten schlimmen Hunger. Doch der Herr im Mäuseturm lebte ins Haus und Braus. Aber die alten Götter wurden zornig und schickten ihm eine Strafe. Es gab eine Mäuseplage auf der Insel. Zuerst fraßen sie die Festtafeln leer. Dann verschlangen sie den Herrn und seinen Hof. Die Götter hier sind nicht für ihre Toleranz bekannt. Die Nilfgaarder haben euch ganz schön zugesetzt. Aber die Eindringlinge werden bestraft. Das ist sicher. Vielleicht wurden sie es schon. Wie das? Es wütet eine Seuche in ihrem Lager. Die wird sie verschlingen. Wie die Mäuse den Hof des Herrn. Okay. Interessant zu erfahren. Nette Geschichte für nebenbei so. Finde ich toll inszeniert eigentlich, sowas. Dumm, dumm, der Wald ist schön. Der Wald ist kalt und es regnet. Gleich da, gleich da. Wo sind wir hier? Das ist die Wolfsrichtung. Hübscher Name. Der weiße Wolf sollte sich hier wie zu Hause fühlen. Der weiße Wolf. Ja, ein guter Ausgleich. Denn einst geschahen hier schreckliche Dinge. Bis zum heutigen Tag war es nicht. So, wir sind da. Und jetzt? Entfach die Feuer. Die Feuer. Wozu brauchen wir sie eigentlich? Um böse Mächte fernzuhalten. Sie dürfen auf keinen Fall erlöschen. Sonst wird es kommen. Was wird kommen? Das Böse. Das Böse wird kommen. Und du? Was wirst du tun? Der Weidler muss den Stein reinigen und dann die Zeichen malen. Dann wird er zu den Göttern beten, damit das Böse uns verfolgt. Gut, fangen wir an. Gut, wir sollten keine Zeit verlieren. Bereite dich gut vor. Wenn die Geister erst erscheinen, gibt es kein Zurück mehr, keinen Ausweg. Es geht doch nichts über einen kleinen Mutmacher. Entfache die Feuer. Dann wird der Weideler anfangen. Gut, dann werden wir mal die Feuer entfachen. Mit Tisch Ignas, oder Igni. Hätte ich das ja auch gehört. Für einen Zauberer, Hexer. Bin bereit. Die Feuer. Behalte sie im Auge.
Der Kreis darf nicht unterbrochen werden. Bei den Mächten von Himmel und Erde, bei der Welt, die für dich bestimmt war. Ich, der dein Blut gekostet hat, rufe dich, mich zu leiten. Komm, ungeborenes Blut, komm, verschmähtes Blut, komm, Blut ohne Namen. Höre mich auf den Faden, leite mich auf der Spur jener, die dein Blut in sich tragen. So, die vorne Schalen wieder an, wenn es nur ausgehen, okay? Verdammt, ich sollte das Feuer am Brennen halten. Aua! Ah, ich finde irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie ist manchmal die Kamerasteuerung ein bisschen blöd. Oh, eins ist ausgegangen. Zünden wir es wieder an. Na. So geht's jetzt nicht. Nimm uns mal einen Trank. Oh, ist wieder ausgegangen, eins. Wer von dem Feuer weg? Missvieh. Na, wir müssen schneller sein. Aber ich finde die Steuerung ein bisschen blöd. Weiß nicht. Gar nichts an. Ja, ist aber echt blöd, da drauf zu laufen, ganz ehrlich. Ja. So, wieder eins anzünden noch. Lass wieder eins aus. Ich sehe das Blut ihres Blutes. Ich sehe die mit Blut gebundenen. Das Blut ruft mich.
Ein gekräuseltes Rinnsal auf der Haut. Dunkles Blut auf einem Stein. Ich bin die Namenlose. Ich bin das Blut im Blut versunken. Das Blut vom Blut abgestoßen. Ich bin tot. Oh. Zeige mir das Blut, das verloren ist. Das Blut ruft mich. Nur noch ein kurzes Stück. Mama, halt durch! Ihr Gesicht wird kreidebleich. Dornen zerkratzen ihre Haut. Halten Sie auf! Ich bin ein Tropfen auf einem Netz. Wird Wojtek warten? Dunkles Blut trägt die Frage den Fluss hinab. Warum suchst du das Kind des älteren Blutes? Nah ist die Zeit der weißen Kälte und des weißen Lichts, die Zeit von Wahnsinn und Verzweiflung. Die Welt wird im Eis vernichtet und aus dem älteren Blut, aus einem Samenkorn neu geboren. Was könntest du ihr denn anbieten? Alles wohl auf? Ja. War's das? Es ist vollbracht. Der Weidela hat gesehen, was er sehen sollte. Was hast du zu Beginn gesehen? Der Weidela sah den Baron und Frau Anna. Sie stritten sich, denn er wollte nicht, dass sie geht. Er schüttelte sie, aber der Weideler spürte keinen Zorn in ihm. Er verletzte sie und in dem Blut spürte der Weideler die Liebe, traurig und leidgebrüllt. Die zweite Vision habe ich nicht ganz verstanden. Anna hatte eine Fehlgeburt, überall Blut, Leid. Der Weideler spürte es auf ihr Lasten. Sie starb den Tod ihrer Tochter. Die dritte Vision scheint mir die wichtigste. Sie gingen durch den Wald, beide geschwächt, aber aus unterschiedlichen Gründen. Aber sie wussten, wohin sie gingen. Vielleicht habe ich mich auch verhört, aber hast du den Namen Wojtek erwähnt? Hoffnung durchströmt ihre Herzen bei dem Gedanken an ihn. Und die Prophezeiung am Schluss? Edlines Worte, du hast sie zitiert und mir dann eine Frage gestellt. Vergib dem Weideler, er weiß nicht, wovon du sprichst. Geister. Die Geister sprechen durch das Ritual, nicht er. Dieser Wojtek aus deiner Vision, kennst du ihn? Wojtek. Hier in der Gegend leben zwei Wojteks. In Schwarzzweige lebt einer. In einer Hütte. Schon seit vielen Jahren. Mit Erdhörnchen lebt er, so heißt es. Und er kann sich an eine Zeit erinnern, als in diesen Gefilden nur Elfen lebten. Und der andere? Sie werden keinen 100-jährigen Naga-Freund um Hilfe gebeten haben. Ein Fischer hat Familie, lebt in einer abgeschiedenen Hütte an der Flussmündung. Tja, wir werden den Alten, denke ich mal, noch, oder ich will einfach gehen. Ja. Es wird Zeit, dass ich wieder aufbreche. Vielen Dank für deine Hilfe. Weigern? Nun, der Weideler hätte sich niemals geweigert. Wir alle wollen im Leben Gutes tun, doch das Böse ist unvermeidlich. Wir müssen jenen helfen, die sich dem Bösen entgegenstellen. Leb wohl und mögen die Götter dich segnen und beschützen. Ja, das war schon ziemlich interessant. So, wir nehmen hier noch die Sachen mit natürlich. Schaden kann es nämlich nicht. Geisteressenzen en masse. So, hier fällt mir Anaria. Aber sammeln wir auch mal an. Das war eigentlich nicht so überall bekannt. Ja,
Ja, ich sammle immer gerne alles auf. Ich habe lieber immer genug Zutaten. Ja, es war auch ziemlich informativ. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge weiter. Und dann werden wir die Hütte von dem Fischer mal uns in Augenschein nehmen.